So, willkommen zurück zu Let's Play Heart of Darkness, und obwohl das Spiel doch etwas schwer ist, gefällt es mir ungeheim, wollte ich sagen. Es gefällt mir einfach. Und ich weiß jetzt auch, wieso ich es spielen wollte. Es macht einfach Spaß, auch wenn ich mich manchmal aufrege. Das Spiel macht Spaß, und auch ein paar unfaire Stellen, naja, die machen nicht Spaß, aber gehören halt zum Spiel dazu. Und rüberspringen. Sag, und jetzt treffen. Oh komm, wieso treffen wir die Spinnen nicht? Da. Stirb! Komm, Spinne! Ey, jetzt haben wir sie aber getroffen. Okay, gut. Nein! Wir haben sie getroffen und der Schleim bringt uns zum Sterben. Oh, das wäre unfair. Komm, nochmal diese Lava. Situation. Oh, das war knapp, Andy. Das war knapp. Gut. Aber das war echt witzig. Also, ich weiß nicht. Ich muss mir das nochmal anschauen, wie ich gestorben bin. Komm, stirb jetzt! Nein, jetzt nicht. Okay, jetzt. Oh, was ist los, Spinne? Lass dich doch mal töten. So, komm. Nein, Schleim! Ich glaube, dass diese Stelle wird die zweite Knacknuss. Also, mit den Würmern hatte ich ja auch schon meine Probleme, aber das ist nicht für mich gemacht, diese Stelle. So, warten und rüber. Ausgezeichnet. Rüber. So, und jetzt, Spinne, kommt unsere 50. Revanche. Komm jetzt! Na gut. Ah, verdammt, ich berühre den Schleim nur ganz kurz und schon bin ich tot. Ich meine, ich kann mich auch nicht mehr festhalten, weil das Spiel halt so will, dass ich mich nicht festhalten kann. So. Oh, mir fällt gerade auf, die Plattformen fallen einfach runter. Ja, könnte man mir auch mal sagen, Spiel. Oder beziehungsweise, es hätte mir auch auf... Wieso springst du, Junge? Na gut, ich habe X weiterhin gedrückt gehalten. Und ein Negativpunkt muss ich jetzt mal sagen. Teilweise ist die Steuerung nicht die beste. Und Andy reagiert manchmal etwas lahmarschig. Aber naja, es ist zu vertrauen. Ich meine, es gibt schlimmere Spiele mit schlimmerem Gameplay. Und da bin ich doch froh, wenn es wenigstens eine schöne Atmosphäre hat. Und die gleicht doch das schlechte Gameplay. Also so schlecht ist es jetzt nicht, aber ich meine, es ist nicht das Beste. Und ich will endlich, dass die Stinne spirbt. Gut. Wir warten, bis der Schleim weg ist und gehen nach rechts. Und, boah, ich dachte mir schon, dass hier sowas ist. Gut, hier ist noch was. Und dort rechts unten ist noch einer. Dem wollen wir lieber nicht über den Weg laufen. Also klettere ich einfach hier weg. Hier ist noch einer. Gut. So, und hier entlang. Oh, hier ganz viele Spinnen. Und Würmer. Ah, okay, den Feuerball habe ich ganz kurze Zeit nicht gesehen. Aber ich weiß, wo er ist. So, wo sind wir jetzt wieder? Auch hier, okay. What? Nein! Oh, er bringt mich zum Fallen. Verdammt, das war unfair. Gut, zum Glück habe ich ihn rechtzeitig erledigt. So. Und... Nein, Andy. Andy, töte ihn. Sehr gut. So, jetzt wieder hier hin. Und jetzt ganz viele Spinnen. Oh, ein Traum für mich. Ein Traum. Und Würmer. Ja... Ja, Andy, willst du mal bitte aufstehen, damit du springen kannst? Ich meine, du stirbst ja nur, aber egal. Boah, Andy, du... Nein, wir müssen den oben... Hier, erwischen! Und haben wir ihn erwischt? Nein, wir haben ihn nicht erwischt. Weil jetzt fallen wir immer wieder runter. Gut. Nein! Ey, komm! Was will der? Ey, Spiel! Das ist ja unmöglich jetzt. Ist ernsthaft unmöglich, wenn man den oben nicht erwischt, dann
ist man einfach verloren, okay, und deswegen töte ich den jetzt zuerst. So, geschafft. Und jetzt erst den da. Gut. So geht's auch. Wisst ihr Spiel? Weißt du Spiel? Ich lerne manchmal auch dazu. Zwar nur selten, aber manchmal doch halt. So, go! Nein! Nein! Andy, wieso willst du, dass du immer stirbst? Andy will mir gar nicht helfen. Ich glaube, er will einfach jedes Mal irgendwo reinspringen, wo er dann sterben kann. Komm. Oh, ist er sogar gesprungen? Fieser kleiner. So. Bounce. Hahaha. Ey, das macht Spaß, mit diesen Energiekugeln herumzuschießen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Außer ihr habt es mal selber gespielt. So, besiegt. Und jetzt, die Stelle. Oh mein Gott, die Stelle. Komm. Erstmal so und dann so. Und jetzt springen. Was? Ich habe Doppelsprung gemacht. Ich habe Doppelsprung gedrückt. Hey, komm jetzt. Das ist doch nicht wahr. Oh, und vergessen. Vergessen, komm, renn. Andy. Oh, geschafft. Das war noch knapp. Ach komm, den unten müssen wir gar nicht besiegen. Wir gehen gleich weiter. So, und seht ihr, es wird wirklich schwieriger. Und die Steuerung hilft mir nicht bei, dass es leichter wird. So, und Doppelsprung. Ja, jetzt geht's. So. Doppelsprung. Hey, Andy, ich hab X gedrückt. Wirklich, Leute, das müsst ihr mir glauben. Ich hab X gedrückt. Und ihr habt es auch schon gesehen. Ich war schon oben. Ich stand also schon wie ein gemachter Mann und er wollte einfach nicht springen. So. Aber wie es aussieht, muss ich irgendwie 5 Stunden früher schon auf den Beinen sein, damit ich springen kann. Gut, merken wir uns das. 5 Stunden früher auf den Beinen sein, damit ich springen kann. Und springen, ja, jetzt hat's geklappt. So, und nochmal. Hey, Doppelsprung, Andy. Weißt du, was ein Doppelsprung ist, wenn du... Ich reg mich nur unnötig auf. Egal, das verkrafte ich. Und, das hab ich vergessen. Komm, rauf. Ausgezeichnet. Geschafft. So, komm jetzt. Ey, wir sind schon viel zu lange an dieser einen Stelle. So, besiegt. Und rüberspringen. So. Und ihr denkt euch das. Es ist so ein leichtes Muster, wieso kommst du nicht dahinter, aber seht ihr, wenn er keinen Doppelsprung machen will, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Andy, du Dreck, ey, jetzt bin ich schon fast den ganzen Part lang an dieser einen Stelle und jetzt will ich endlich weiterkommen, komm. Andy, du nervst langsam. Also er nervt, wenn er nicht tut, was ich ihm sage. Und zurzeit tut er nicht, was ich ihm sage. Und ein paar haben geschrieben, der Junge läuft bauchfrei herum und ich gebe ihnen recht, was ist das für eine Nutte? Nee, nicht beleidigend werden. Oh, komm, Doppelsprung. Ja, wieso geht es jetzt und vorher ging es nicht? So, jetzt Doppelsprung. Ja, geschafft. Und, komm. Geschafft. Oh, komm. Hau ab, du dreckiges Vieh. Komm, noch einer. Geschafft, ausgezeichnet. Und ich komme hier nicht weiter. Gut, muss hier wieder zurück. Ey, weh, ich lasse mich jetzt von der Lava treffen. Ich flippe aus, ich flippe aus, wenn ich mich von der Lava treffen lasse. Nein, nicht nach rechts. So, jetzt nach rechts. Gut. Ich flippe aus. Spiel, willst du das? Oh, ich wusste nicht, wo die Lava auftaucht. So, jetzt. Rüber. Und kommt hier noch was? Kommt hier kein Lava? Hey, ich hab so Angst, wenn ich jetzt sterbe. Okay, hier kommt keine Lava mehr. Und auch keine Würmer, ich hasse Würmer. Oh, Spinnen, die sind ja ganz viel besser, ich meine. Spinnen und... Was? Wo lande ich jetzt wieder? Ah gut, Gott sei Dank, ich dachte schon wieder ganz zurück. Na gut, das kann ich verkraften. Und ich könnte es noch besser verkraften. Wenn mich eine Spinne fressen würde,
wenn mich eine Spinne fressen würde, Spiel? Nee, das wollte ich nicht sagen. Sondern wenn ich sterben würde. Moment. Nee, Moment, hier rechts und dann greife ich sie direkt an. So, komm, komm. Ach, die sind gar nicht rechts. Ja, jetzt habe ich sie doch getroffen. Hallo. Hallo, ich habe sie getroffen. Das Spiel hört mir einfach nicht zu. Gut, hier kann ich mich wenigstens noch festhalten. Der Schleim kommt auch nach unten. Ah, geschafft, geschafft, geschafft. Jetzt weiterklettern. Ah. Oh, noch mehr. Jetzt, oh, die lassen sich wirklich was Tolles einfallen. Nein, noch Würmer. Was? 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 Bleib hängen, Andy. Andy. Einfach wild umherschießen. Okay, die Würmer machen mir nichts, wenn sie so fett sind. Komm. Komm, komm, komm. Geschafft. Den habe ich noch gesehen. War da noch ein Wurm? Da war noch ein Wurm. Gut, den habe ich auch erwischt. Okay, okay. Nicht runterfallen, Andy. Nicht runterfallen, du kleiner Junge. Du kleiner, netter Junge, den ich liebe. Wow, ich liebe dich so sehr. Kauf dir mal ein längeres Hemd an. Unser armer Whisky, wir kommen und retten dich, Whisky. Yeah, 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 wir kommen und retten dich mit unserer von der einen Hand in die andere Hand Zaubertrick. Also, wir sehen uns im nächsten Part bei Let's Play Heart of Darkness. Tiddly.